Willkommen. Willkommen. Herr Witt, was ist in diesem Koffer? Das wollen wir doch mal sehen. Das ist ja wirklich interessant. Alles Proviant. Ja. Für die große Reise. Oh, das dürfen Sie aber nicht mitnehmen nach Nee, das will ich nicht mitnehmen. In Amerika. Ein bisschen Wein. Ich muss alles raus, sonst komme ich da nicht dran an die scharfen Sachen. Kein Essen einführen, das wissen Sie. Oh, ja, richtig. Und jetzt kommt die Überraschung. Vielleicht, was soll... Oh, das ist aber ein Apparat. Komm raus, du kleiner Mann. Ja, den kleinen Mann wollen wir jetzt nicht sehen. Also, vielleicht lieber... So, da haben wir es ja. Hey, was ist denn das? Was ist das? Ein Posthorn, ja. Das ist ein Helm von der Ritterschaft, von der Tafelrunde. Ritterschaft von der Tafelrunde? Jawohl. Schön, gibt's auch. Da blase ich mit, das mal zu Tisch. Ja, das machen wir. Toll! Ja, meine Damen und Herren, das groovt. Das ist Heavy Metal für Frührentner oder aber auch der Blowjob des Ritterordens, ganz wie Sie wollen. Wir sind hier jedenfalls bei Pack die Zahnbürste ein, der fröhlichen Dödelshow mit Hakennase Ingolf Lück auf Sat 1. Die geklaute Idee des Spiels, alle Zuschauer kommen mit gepackten Taschen und wer Glück hat, dem gelingt am Ende die Flucht aus dem Studio. Allerdings, wie sollte es anders sein, wer eine Reise gewinnen will, muss dafür vorher seine Würde verlieren. Unter Wasser, Herr Beck, unter Wasser. Ah. Ah. Herr Beck, komm zurück wieder hoch, Herr Beck, komm zurück wieder hoch. Das war... Herr Beck, das war aber... Ich muss Ihnen gestehen, ich habe es nicht erkannt. Nein, ich weiß nicht genau, war es der Badewannenchor aus Nabucco oder alle meine Badeentchen schwimmen aus dem See. Ich kann mich nicht entscheiden. Herr Beck, aber es war mein Fehler. Ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Das war nämlich gar nicht das Spiel. Ja, ich habe mich geirrt. Reingefallen. Wir wollten nämlich nur mal sehen, was man eigentlich alles so mit den Kandidaten anstellen kann, ohne eins in die Schnauze zu kriegen. Aber ist ja schon mal ganz gut gelaufen. Opa Eierkopf kniet nackig in der Wanne, hält die Glatze unter Wasser und gurgelt uns die Charts. Quasi Kevin Kojak in Waterworld 2. Aber mal ehrlich, das ist doch schon ulkig, oder? Für solche Aktionen ruft man sonst entweder Amnesty International oder legt bei der Domina ein Tausi auf den Tisch. Aber hier scheint das ja ganz normal zu sein. Okay, überspringen wir jetzt mal ausnahmsweise das Auspeitschen und die Hodenklemme. Weiter mit dem nächsten Spiel. Simone Kreis ist auf unser Spiel eingegangen, von 5 Arrangements jeweils ein Utensil zu finden, das, wenn man das ins Klo schmeißt, untergeht. Ja? Das tut man natürlich nicht, das ist völlig klar, aber das ist ja hier ein Spiel und wir dürfen sowas ausnahmsweise mal machen. Simone, hier ist unsere erste Toilette. Ja, Sie treten Sie ruhig etwas rüber. Was davon wollen Sie reinschmeißen, beziehungsweise suchen Sie es aus und schmeißen Sie es rein. Und ich werde spülen. Ja, Olive, Weintraube oder Kassette. Und wir gucken mal, spülen und die ist weg, ist untergegangen. Diese Toiletten sind übrigens für die Sanitärfachleute und den Tiefspüler im Gegensatz zu den Flachspülern, die ja in Deutschland lieber genommen werden. Ja, ja, nur ungern unterbreche ich diese anregende Diskussion über die faszinierenden Möglichkeiten der Stuhlentsorgung in Mitteleuropa. Aber ich würde bei diesem Scheißspiel auch gerne mal etwas versuchen. Und zwar, kann man eigentlich diese Sendung ins Klo spülen? Mal schauen. Nein, geht nicht. Die ist so hohl, die schwimmt oben. Schade, da sind wir sozusagen angeschissen. Müssen wir sie halt weiter gucken. Ein bisschen. Ich muss nur ein bisschen zielen. Aber jetzt geht es los, ja? Wir sind gespannt. Und. Falls Sie zu Hause nicht schnell genug Ihren Videorekorder angeschaltet haben oder falls Sie nicht die Brille fürs Weitgucken angeschaltet haben, jetzt noch einmal das Ganze in Zeitlupe für Sie. Also hier täusche ich an, hier werfe ich. So, Schluss jetzt mit der albernen Heuchelei und dem Rumgedruckse. Hier ist er. Da, das ist der Pimmel. Zufrieden?
Gut, viel sieht man nicht. Das könnte auch genauso gut ein Pickel oder irgendein Scherzartikel sein. Aber wen kümmert's? That's Entertainment. Nackte Ärsche, kleine Schniedel, Spiele rund ums Scheißhaus. Das ist also, schieb dir die Zahnbürste rein. Toilettenspäße mit Klofrau Ingolf Lück. Und wir erkennen wieder einmal, das größte Glück dieser Erde scheint es zu sein, einmal im Fernsehen eine Achtelsekunde lang ein mickriges Männergenital zu sehen. Toll, wenn das also die Zukunft der Unterhaltung sein soll. Okay, dann aber richtig. Machen Sie sich auf was gefasst. Also.